und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich mache normalerweise einmal im Quartal ein P2P-Update. Allerdings habe ich im letzten Quartal kein Update dazu gemacht, im Quartal davor auch keins. Und das letzte Video ist, glaube ich, schon gut 8 Monate her. Das liegt einfach daran, dass ich in dem Video vor 8 Monaten gesagt habe, dass ich mich aus diesem Bereich zurückziehen werde, dass ich meine Investitionen insbesondere bei Mintos gestoppt habe, wo ich das Großteil meiner Investitionen davor getätigt hatte. Nun kommen doch hin und wieder Fragen dazu. Hallo Aaron, hast du jetzt inzwischen damit Geld verloren oder hast du dein Geld wieder rausbekommen? Gib doch mal ein Update. Und deswegen dachte ich mir, es ist mal an der Zeit zu zeigen, wie der aktuelle Stand ist bei meinen Investitionen in P2P-Kredite. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Wir befinden uns hier in meiner Übersicht bei Mintos und das sieht gar nicht ganz so verkehrt aus. Kontostand nach wie vor 5.000 Euro. Inzwischen sind hier über 3.000 Euro verfügbar. Es sind nur noch 600 Euro investiert. Also ja, ich habe das vor einem Dreivierteljahr etwa gestoppt und habe daran auch dann nichts mehr geändert. Das heißt, hier sind nur noch 600 Euro investiert und in Rückforderung sind knapp 1.300 Euro. Nun kann man damit ja nicht so besonders viel anfangen und deswegen habe ich mir mal das alte Video von mir hier rausgesucht. Das letzte Video zum Thema P2P-Kredite habe ich in der Tat nicht vor 3 Monaten gedreht, sondern am 26.08. habe ich das mal erklärt, habe ich hier erklärt, warum ich meine Investitionen gestoppt habe und habe da hier auch ein bisschen mehr zu gesprochen, habe da hier quasi noch ein Update zugegeben. Wir machen das jetzt einfach mal, wir halten das mal so nebeneinander, dann kann man das, ich hoffe, dass man es jetzt einigermaßen gut im Video erkennen kann. Das heißt, mein Kontostand ist noch ein bisschen was über 100 Euro gestiegen. Das Geld, was verfügbar ist, also es sind jetzt einfach deutlich weniger Geld investiert. Ich hatte hier noch im August, hatte ich quasi noch 2.200 Euro, die noch investiert waren auf Mintos. Das sind jetzt nur noch ein bisschen was über 600 Euro. Und das Geld, was ich verfügbar habe, ist von 1.750 auf ja knapp 3.100 Euro angestiegen. Was allerdings auch nach wie vor gestiegen ist, ist das, was sich hier befindet, sich im Schuldenrückgewinnungsprozess. Das sind damals noch 930 Euro gewesen, ist jetzt auf 1.284, also fast 1.300 Euro gestiegen. Und hier gehe ich einfach davon aus, dass das das Geld ist, was ich abschreiben kann. Ich gehe nicht davon aus, auch wenn Mintos hier schreibt, das ist, man das durchaus noch zurückkriegen könnte. Oder warte mal, wir haben es jetzt hier genannt. Dazu gehören Kredite, bei denen die Kreditunternehmen die Rückzahlung der Kreditnehmer eingezogen, aber nicht weitergeleitet haben. Auch Kredite, bei denen, also ich gehe davon aus, dass ich das Geld mehr oder weniger hier abschreiben kann und das ist quasi nochmal ein ganzes Stückchen gestiegen von, und ich gehe auch davon aus, dass wahrscheinlich von diesen 635 Euro, die ich hier noch investiert habe, ich auch noch ein kleines bisschen was abschreiben kann, wahrscheinlich nicht alles, aber ein Teil, dass das hier wahrscheinlich auf 1.400, 1.500 Euro letztendlich final hinausläuft, das halte ich schon für relativ wahrscheinlich. Wir machen es mal wieder hier oben hin, falls ich es doch nochmal brauche. Das heißt, ich habe bis jetzt bekommen, ich habe bei Mintos angefangen, ich glaube vor ziemlich genau 4 Jahren oder im Januar oder Februar 2017 habe ich, glaube ich, angefangen, also so etwas über 4 Jahre, die ich jetzt auf Mintos investiert bin. Und ich habe in diesem Zeitraum halt, ich habe von Anfang an 4.500 Euro investiert gehabt und habe in diesem Zeitraum bekommen jetzt 1.800 Euro an Zinsen. Und ich denke, dass es so darauf hinauslaufen wird, dass ich ja hier noch 1.400, 1.500 Euro abschreiben kann. Das heißt letztendlich, das, was ich an Zinsen bekommen habe, oder das, was ich jetzt verloren habe, was möglicherweise weg ist, das Geld, das habe ich durch Zinsen durchaus wieder reinbekommen. Ich habe ja über die letzten Jahre jeden Monat meine Zinsen da auch immer brav abgehoben. Ich habe da immer so 40, 45 Euro, manchmal 50 Euro an Zinsen gehabt, was ich quasi abgehoben habe. Und ja, das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, 1.500 Euro bis jetzt in Summe abgehoben. Und wenn ich hier die 3.000 Euro jetzt noch abhebe, dann bin ich auf dem Papier quasi bei plus minus null. Allerdings rechnet man die Inflation rein, ich sage jetzt mal offiziell vielleicht 2% über ein bisschen was über 4 Jahre, also knapp 10% Inflation hätte ich eigentlich, allein um die Inflation ausgleichen zu müssen, so ca. 450 Euro bekommen müssen. Das wird knapp, aktuell sieht es so aus. Mal gucken, wie viel hier noch von dem, was noch investiert ist, da ebenfalls noch in Rückforderung gerät. Das heißt, alles in allem würde ich Mintos für mich als Fazit ziehen, habe damit nicht wirklich Geld verdient, ich habe da vielleicht bei plus minus null oder einem Inflationsausgleich bin ich letztendlich rausgekommen. Das ist
Natürlich bis vor einem Jahr sah das ganz, ganz anders aus. Da sah es so aus, dass ich quasi wirklich meine Zinsen jeden Monat verdient habe. Und dann kam natürlich die Corona-Pandemie und natürlich fallen da solche hochriskanten Privatkredite aus. Ohne Frage. Allerdings bin ich ja, ich sag mal, mit einem, könnte vielleicht sagen, mit einem blauen Auge davon gekommen und nur bei plus minus null rausgekommen, wenn ich die Inflation reinrechne. Ich denke, das ist alles in allem nicht ganz verkehrt. Nicht ganz verkehrt. Ich bin quasi, ist schon kritisch, aber ich bin quasi mit einem blauen Auge davongekommen. Ich habe jetzt kein Geld verloren. Das heißt, für mich ändert sich hier auch nichts weiter. Ich werde jetzt nicht auf einmal wieder mehr Geld investieren oder sowas. Für mich ist Mintos soweit erstmal, ja, sind ja so. Das Problem ist eigentlich für mich nicht, dass es bei plus minus null gelandet ist am Schluss, sondern eigentlich so die Politik oder das, was Mintos so in dem letzten Jahr alles so von sich gegeben hat, beziehungsweise ja, weil wie sich die Plattform verändert hat. Da gibt es ja viele Videos zu. Ich habe ja auch im letzten Video, ich verlinke das hier oben auch nochmal rein, ich habe da ja hier ein bisschen drüber gesprochen, was da alles so, was da für kritische Sachen durchaus stattfinden. Und ja, da muss ich einfach sagen, dass Mintos nicht mehr die Plattform ist, wo ich jetzt unbedingt mein Geld liegen haben möchte. Und deswegen habe ich natürlich noch oder mein Geld jetzt dahingehend abgezogen. Ich habe jetzt noch ein kleines bisschen Geld habe ich bei Bondora liegen. Das habe ich ja auch schon, ich glaube so 3 Jahre oder sowas habe ich das. Und bei Bondora hatte ich teilweise deutlich mehr Geld investiert. Das heißt, da hatte ich, glaube ich, in der Spitze so 12.000 oder 14.000 Euro, liegen allerdings nur ganz klassisch in diesem Go and Grow-Konto. Das heißt, da habe ich eine Rendite von 6,75% habe ich da aktuelle Rendite und die habe ich quasi da seit 3 Jahren, da hat sich nichts dran geändert. Das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was man hier bei Mintos hatte. Dafür habe ich bis jetzt auch keine Ausfälle bei Bondora gehabt. Das heißt, bei Bondora hatte ich da keine Probleme. Die Zinsen habe ich wirklich bekommen. Das heißt, ich habe hier aktuell investiert, ja, 2.300 Euro, die ich hier liegen habe und da kriege ich jeden Tag so meine 40, 42 Cent an, ja, ich glaube, 41 Cent sind es, was ich da jeden Tag an Zinsen bekomme. Das ist eine tolle Sache. Allerdings haut mich das jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker. Ich kann mir vorstellen, dass ich bei Bondora noch hin und wieder ein kleines bisschen mehr Geld hinlege, gerade wenn ich doch, wenn man doch ein bisschen mehr Cash-Reserven hat, sag ich mal, dass man einen kleinen Teil seiner Cash-Reserven einfach bei Bondora hinlegt. Das ist für mich in Ordnung. Das werde ich auch weiterhin machen. Allerdings bei Mintos werde ich das nicht machen. Bei Bondora habe ich halt nur gerade so ein kleines bisschen das Problem. Das haben sicherlich auch die meisten mitbekommen. Man hat bei Bondora aktuell ein Maximallimit. Und zwar der Maximalbetrag beläuft sich aktuell auf 400 Euro pro Person für Investitionen in Go & Grow, die monatlich eingezahlt oder eingeführt werden können. Das heißt, ich kann da, wenn ich gerade mal ein bisschen Geld über habe, kann ich da jeden Monat nur maximal 400 Euro draufpacken. Also ich kann mehr Geld auf mein Bondora-Konto packen, das ist hier auch erklärt, aber ich kann jeden Monat nur 400 Euro bei Go and Grow reinpacken. Das ist natürlich ein bisschen arg bescheiden, allerdings verstehe ich das und ich finde es auch gar nicht ganz verkehrt, warum Bondora das gemacht hat. Es gab halt einfach im letzten Jahr, war man sich nicht sicher, wie qualitativ hochwertig die Kredite sind, die man da vergeben kann und man hat das Kreditvolumen extrem runtergezogen. Man hätte deutlich mehr investieren können im letzten Jahr, man hat aber selber gesagt, dass man das Ganze konservativ betrachten will, dass man nicht auf Teufel komm raus alle Kredite vergeben will, sondern dass man das sehr selektiv macht und deswegen hat man kann sich das ja mal angucken, ich verlinke es auch unten drunter mal, ich muss mal gucken, wo haben wir es denn hier. Jetzt hat das hier natürlich noch nicht alles geladen. Also Bondora hat das Kreditvolumen, ich glaube, das war im Dezember hier, wenn man alles zusammenrechnet, waren irgendwie 20 Millionen oder sowas in einem Monat. Und das hat man so zurückgestaucht auf etwas über 1 Million. Also da hat man über 90%, fast 95% ist man zurückgegangen und hatte quasi gesagt, okay, uns ist die Sicherheit, dass wir die Rendite von 6,75% halten können, wichtiger ist, dass wir jetzt auf Teufel komm raus massenhaft Kredite vermitteln können. Das finde ich eigentlich nicht ganz verkehrt, zumal man jetzt sieht, es erholt sich ja schon wieder deutlich. 2020 war halt hier wirklich ein Knick nach unten. Das sieht man, es ist schade, dass jetzt die anderen Tabellen nicht angezeigt werden, aber kann sich jeder, der da Interesse dran hat, mal genau angucken. Das heißt,
man hat quasi einfach sehr konservativ gehandelt und das, letztendlich ist das genau das, was ich mir von Bondora Go and Grow erwarte. Da geht es ja nicht um die Maximalrendite, da geht es um diese 6,75% und nicht um mehr. Das heißt, da sollte es von mir aus sehr konservativ gehalten werden, aber sollte Bondora das hier mal wieder aufheben, dass man mehr als 400 Euro pro Monat investieren kann, dann bin ich auch bereit, hier wieder ein paar Tausender mehr hinzulegen. Aber aktuell ist es für mich, da investiere ich 3 Monate lang immer 400 Euro und dann muss ich das Geld wieder abziehen, weil ich es gerade für was anderes brauche oder so. Das ist mir nichts, deswegen lasse ich das Geld hier einfach liegen. Ich habe da meine 2300, kriege die 40 Cent an Zinsen am Tag. Ich meine, das ist immer so klein, wie das läppert sich halt auch. Und mir macht Bondora einen deutlich seriöseren Eindruck als das, was ich bei Mintos habe. Ich könnte mir aber heute vorstellen, es gibt ja auch noch andere spannende P2P-Plattformen, wo man gerade im letzten Jahr gesehen hat, dass sich viele ganz, ganz ordentlich verhalten haben, oder ordentlich ist vielleicht der falsche Begriff, seriös verhalten haben. Zum Beispiel bei Bondora finde ich es wirklich, ist man gut mit der Krise umgegangen, wohingegen andere Plattformen da eher weniger geglänzt haben. Aber es gibt eine Reihe von Plattformen, die sich meines Erachtens nach letztes Jahr ganz gut hervorgetan haben, und ich könnte mir vorstellen, dass ich da hin und wieder doch mal einen Teil meines Geldes auch auf andere Plattformen verteilen werde, weil ich erinnere mich vor 4 Jahren, als ich angefangen hatte, da habe ich einen Großteil meines Geldes in P2P-Krediten investiert gehabt. Inzwischen ist es so, was habe ich jetzt noch wirklich investiert? 600 Euro, ich habe quasi 3000 Euro in Summe aktuell noch in P2P-Krediten investiert bei einem Gesamtvermögen von, ich weiß nicht, über 200.000. Ich denke, da ist es schon in Ordnung, wenn man vielleicht ein paar Prozent mehr noch in diese P2P-Kredite investiert. Gerade im Immobilienbereich gibt es da ja einige attraktive Sachen, aber gut. Von Mintos bin ich raus, da bin ich fertig soweit. Ich warte jetzt quasi noch, bis das hier ausgelaufen ist und ziehe das Geld jetzt auch ab. Aber bei Bondora, wenn die hier dieses Limit wieder aufheben, kommt ein bisschen was wieder rein und vielleicht auch die ein oder andere Plattform, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ansonsten soll es das erstmal gewesen sein. Ich packe die ganzen Links hier, was ich gerade erklärt habe, alles in die Videobeschreibung. Soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.